Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Mein Name ist Karo7, wir machen tatsächlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich möchte jetzt unbedingt hier Strom erzeugen. Wir brauchen dringend Strom, weil es wird einfach kalt. Draußen sind es 5 Grad. Das geht so gar nicht. So. Die kommen jetzt mal dann 3 Batterien noch hin. Die wir da dann mal hinbauen lassen. Das kostet jetzt natürlich ganz, ganz viel Stahl, aber das ist egal. Hauptsache wir kriegen Material an. Blockiert durch Birke. Ah, das muss noch weg. Da darf nichts zwischenstehen, okay. Gut, Stromkabel. Dann verlegen wir die nämlich hier so einfach durch die Wand. Sagen. Dass man hier hingeht. Und genauso haben wir dann das hier. Dann verlegen wir nämlich hier einfach hinten durch eins. Suchergruppe schon wieder. Wer ist denn da? Von der Fraktion Vasalo vom Bach. Oh, die könnten, mit denen könnten wir handeln. Das ist natürlich super. Priscilla, würdest du vielleicht mal mit denen handeln? Was haben wir denn da? Kräutermedizin. Oh, das ist gut. Die nehmen wir, glaube ich, von denen mal mit. Kräutermedizin ist super. Ja, bitte, alles mitnehmen. Annehmen. Dankeschön. Und er nimmt die direkt mit. Weil Medizin ist immer gut, dass wir hier jetzt auf jeden Fall irgendwas haben. Wir haben Kräutermedizin und normale Medizin. Wir haben aktuell wenig Nahrung. Weil wir nur 2 Kartoffeln haben und Heu. Und der Mais halt immer noch nicht durchgewachsen ist. Und die Erdbeeren sind bald wieder durch, die Kartoffeln auch. Was pflanzen wir hier an? Reis, ne? Ja. Die Besucher verlassen die Kolonie. Wunderbar. So, stromkabelmäßig ist das hier jetzt alles eingebaut, ne? Ja. Das heißt, wir könnten hier jetzt mal Möbel, so Lämpchen reinsetzen. Wir könnten hier mal eine Lampe und da mal eine Lampe reinsetzen. Reisende finden sich schon wieder auf der Durchreise. Das ist doch unglaublich. Wer ist denn hier eigentlich Forstwirt? Nur Priscilla ist Forstwirt. 3. Noch 3. 3. 3. Wir können das ja eigentlich theoretisch mal alle auf der niedrigen Prio machen. Ach, die hat kein Bett mehr. Kein Krankenbett mehr. Wähle Besitzer. Akemi. Bist du dann jetzt ausgeschlafen? In der Kälte, auf dem Boden? Alter. Ich glaube, ihre Stimmung ist ziemlich am Boden. Könnte man sagen. Ist krass. Gut, was wir jetzt noch brauchen,
Das machen wir mal hier. Temperatur. Wir brauchen Heizungen. Zwar stellen wir hier mal eine Heizung hin. Und wir stellen hier in dem Raum, hier in die Ecke eine Heizung. Und dann machen wir hier zwischen nämlich einen Ventilator, hier einen Ventilator und hier einen Ventilator. Und dann sollte sich das alles schön ausgleichen. Ja, wunderbar. Dann wird es hier nämlich jetzt mal ein bisschen warm drin. Erstens mal, was haben wir hier? Zieltemperatur 21 Grad, Zieltemperatur 21 Grad. Wunderbar. Okay. Pirat Tanner. Tochter Kolonist Priscilla. Alter, was sind das denn für Leute? Molotow-Cocktail, Taschenmesser, Pistole, Überlebensgewehr, Stahltastenmesser. Okay, wir haben zwei Leute mit einem Gewehr. Ja, das wird ja ein Heidenspaß. Oh Gott. Die kommen von hier oben. Nutzen wir, glaube ich, hier dieses Gebietchen hier aus. Priscilla kommt mal mit hier hin. Kermi stellt sich mal hier hinter. Toni stellt sich mal hier hinter. Das ist der Typ mit den Molotow-Cocktails, ne? Und lauf. Lauf bloß weg. Boah, okay. Alles gut. Also, du stellst dich dann jetzt mal hier hin. Priscilla, du stellst dich genau hier hin. Die beiden kommen mal hier hin. Und, Nahkampfangriff. Nahkampfangriff, du bewegst dich weiter nach hinten. Priscilla kommt zurück. Du schießt ihn hier an. Ja, wunderbar. So, wir haben jetzt ein paar Leute, die wir gefangen nehmen können. Das hier richtig sehe. Wir haben hier den Yeti, den Engineer. Der ist tot, der wird ausgezogen. Der Yeti, was kann der denn? Der ist kein Handwerker, aber der hätte Landwirtschaft volle Pulle nach oben. Und Bissnarbe, Schnitt, Kratzer. Ringfinger abgeschnitten, frisch, okay. Den würde ich gerne gefangen nehmen. Und den Cham, ist mit dem. Faul, homosexuell, ja super. Arbeitsgeschwindigkeit runter. Will ich den gefangen nehmen? Schuss, 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 Kratzer. Wackfell, Cowboyhut. Ne, den will ich nicht. Den bitte töten. Aber den Yeti, den möchte ich eigentlich gerne. Die Toni den fängt. Keine Betten im Gefängnis verfügbar. Dann ist das hier jetzt unser Gefängnisbett. Dann kriegt die Akimi gleich ein neues. So, der darf ausgezogen werden. Dann kann die das nämlich auch mal eben tun. Und den ganzen Scheiß hier könnte ich mal anverbinden. Ja, sorry, Cam. Es tut mir echt leid, aber
wird mit uns leider nichts. So, Oscar, dann zieh den mal aus. Danke. Und dann kannst du aus dem Kampfmodus auch rausgehen. Alter, die haben... Oh, die hatten Schutzwesten. Oh. Schutzweste. Wachfell, Cowboyhut. Muffalo, Wollhemd. Parker. Ist ja super. Kann dann auch mal den Kampfmodus beenden, dass die schlafen gehen darf. Wir haben hier auf jeden Fall gute Temperaturen. Mhm. Hier in dem Raum ist es auf jeden Fall schön warm. Hab ich doch schon. Platziere ein Heimatgebiet, habe ich doch alles schon. Wenig Nahrung. Brauchen dringend Nahrungsmittel. Ah, es werden gerade Kartoffeln reingeholt. Ha! Ha, ha, ha. Und zwar richtig viel. 192 Kartoffeln. Die holen hier die Sachen auch schon alle rein, das ist sehr gut. Ich denke nur, dass wir das hier mal irgendwann überdachen sollten, weil die Sachen werden nicht besser, wenn sie draußen sind. Wer ist denn hier Nahkämpfer? Akemi ist Nahkämpfer, ne? Könnte sich ja nämlich mal diese Schutzweste anziehen. Sehr schön. Die haben auch alle schon einen Mantel an. Außer er. Doch, er hat eine Jacke an. Kamelhaar-Parker. Gut. Zieh mal den Parker an. Natürlich super, wenn wir bessere Sachen haben. Ja. Pirat Tanner. Tanner ist gestorben, ne? Engie, der Engineer, liegt noch da. Cam. Wir brauchen hier dringend mehr davon. Diverses, genau. Grab. Soll mal gebaut werden. Die dann jetzt hingehen und den hier bitte begraben. Danke. Das ist nämlich verdammt wichtig. Oscar, könntest du die Kiefer mal abschneiden? Würdest du jetzt dann die auch noch abschneiden? Ja. Also hier kommt jetzt auf jeden Fall Zeug rein. Das ist gut. Kriegen dann jetzt auch Strom und hier wird es auch langsam wärmer. Wie sieht das hier aus? Gefängnis? Anwerbungsgespräch. Oh, wie geht's dir denn mittlerweile? Ja, da ist nur noch eine Bissnarbe. Schlechte Laune. Ah ja, genau. Wir wollten hier noch einen weiteren Raum hinzufügen. Und hier, das muss ich mal alles besagen, dass das weggetragen wird, weil das sieht nämlich einfach nur schäbig aus.
Und wie ist denn das eigentlich mit der mit dem Heimatgebiet-Dings hier? Ja, das ist auch Heimatgebiet. Danke. Genauso ist das dann Heimatgebiet. Ja, das halten die dann auch sauber. Gut, also. Ja, endlich wird hier mal das ganze Blut weggeputzt. Der Hund hier verliert, ne? Ihr blutet ja leider noch. Kann die sich da mal um den kümmern? Fühle mich gut, geräumiges Inventar, gemütlich, leichte Schmerzen, trägt zerrissene Kleidung, hässliche Umgebung. Alles supi. Wie geht's dir so? Wer macht denn hier eigentlich den Aufseher? Nur Priscilla. Bringen wir das mal ihr auch bei. Verbündeten sterben, in Gefangenschaft. Meine Rivale starb, fühle mich super, extrem niedrige Erwartungen. Gut, die Akemi muss dringend einen Raum bekommen. Toni arbeitet wieder mitten in der Nacht, wie man das erkennt. Kannst festlegen, wie Kolonisten automatisch auf Bedrohungen. Nee, das wollte ich nicht. Das habe ich schon mal gelesen. Ja. Oscar macht da gerade Platz. Priscilla konnte Yeti nicht anwerben. 17% Chance. Okay, das wird aber, denke ich. Aber es sieht doch mittlerweile hier schon ganz cool aus, denke ich, oder? Oh, 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 verrücktes Tier. Was, wo, was? Ein Hase ist verrückt geworden. Ey, du bekloppter Hase hier, ey. Komm mal her. Da bist du, verrückter Hase. Priscilla, du hast eine Pistole. Oscar, du hast auch eine Kanone. Gut, schon erledigt. Der ist komplett tot. Priscilla darf den dann auch jetzt gleich mal... Ah, der wird schon von Oscar gleich geschlachtet, oder? Kimi konnte jeden nicht anwerben. 6,7% Chance. Okay. Wir versuchen es zumindest, ne? Befehle abbauen, das sieht abgebaut werden alles. Und ich hätte gern, wo ist das denn hier, Objekt wegtragen. Das hier mal macht. Den ganzen Scheiß da weghauen. Und mir hier einen Holzboden reinbaut. Sowie eine Holztüre. Und ein Holzbett. Welches dann hier so reinkommt. Ich denke, der könnte man dann auch nochmal einen Heater geben, oder? Neuer Rekrut. Priscilla hat Yeti erfolgreich angeworben. Ja, wunderbar. Dann ist das hier jetzt ein ganz normales Kolonistenbett wieder. Und wir werden angegriffen. Wie viele sind denn das? Zwei?
Das sind einfach nur welche mit einer kleinen. Ah, wunderbar. Alter, wir haben ja jetzt gerade einen angeworben. Das finde ich ja mega. Ist ja echt geil. So, du ziehst dir dann direkt mal den Staubmantel hier an. Und haben wir noch irgendwelche Waffen? Wir haben hier Messer und Handgranaten, ne? Und Molotow-Cocktails. Die will ich aber alle nicht verwenden. Ich möchte gerne, dass du dir mal ein Messer ausrüstest hier. Yeti. Yeti, was kannst du denn eigentlich? Teddy Yeti Saggington. Der ist sozial und Tiere sehr gut. Landwirtschaft ist der sehr, sehr gut. Boah. Alter, Gardener, genau. Ja, du wirst dann jetzt mal unser Landwirt Nummer 1. Das heißt, die können sich das... Also, Akemi hat 6. Priscilla hat 4. Das heißt, Akemi kriegt das. Und die anderen machen zusammen nebenbei. Reparieren tust auch du. Genauso wie das. Na, wo ist denn der Yeti? Was? Arbeit. Du bist nochmal mehr Träger. Das hier kannst du alles nicht, das ist aber nicht schlimm. Dafür wirst du auch Tierpfleger, genauso auch Aufseher, Bettruhe. Muss ich bei denen mal noch höher setzen, dass die das auf jeden Fall auch machen. Gut, dann haben wir einen weiteren Kolonisten. Wer braucht hier aber... Ah, ich habe vergessen, dass wir angegriffen werden. Nein! Aufwachen! Kampfmodus, du, Kampfmodus, Toni, Kampfmodus, los, Priscilla, geh raus, Oskar, geh auch mal raus, Akemi, geh sofort hier rein, Toni, geh mal hier nach vorne, Yeti auch. Bewusstloser Kolonist, was? Toni, Angriff. Yeti, Angriff. Burton, du Nase, ey. Du gehst jetzt direkt mal erstmal retten. Wir haben kein Rettungsbett. Das heißt, wir machen das hier jetzt nochmal gerade wieder zum Krankenbett. Ich möchte, dass sie gerade gerettet wird. Ist der Yeti auch... Was, der hat den gerade gekillt? Ehrlich jetzt? Alter, du Sack. Gerade angeworben, schon killt er den. Darf doch nicht wahr sein. So, was kann denn der Barton? Der kann so gut wie nix. Ganz bescheuerter Typ. Prellung, Schnitt, Prellung, Bruch. Alter, die haben gerade einfach den Yeti gekillt. Was soll denn das? Gerade war der hier und... Dich bringe ich um. Oskar, verfolgen. Jawohl, was kannst du denn? Der kann tatsächlich was. Zumindest zwar nicht viel, aber er kann ein bisschen was. Hitzetolerant, flatterhaft. Hat auch jetzt keine großartigen Probleme. Der hat ein Energieschild. Boah, krass. Okay, dann machen wir uns jetzt hier mal gerade... Oder wir machen hier ein Gefangenenbett draus. Oder hier? Gefangenenbett. Dann fangen wir den nämlich jetzt ein. Die Toni fängt den jetzt. Fangen. So, und du ziehst ihn mal aus. Begrab den mal.
Priscilla. Raus aus dem Kampfmodus. Ausziehen. Und begraben. Toni, raus aus dem Kampfmodus. Was ist das denn? Fleisch. Auf jeden Fall. Ein Kolonist als Jäger eingeteilt, hat aber keine Waffe. Noch eine Vorratskapsel. Noch mehr Fleisch. Mitnehmen. Betten benötigt. Ja, wir haben nicht genügend Betten. Und wir verbrauchen gerade massiv Medizin. Das mal bitte erlauben. Das auch. Und ja, hier hat ja auch noch ein Messer gehabt. Leckere Mahlzeit. So, Svelgrad. Du bist im Gefängnis. Anwerbungsgespräch, bitte. Kein Krankenbett mehr. Super, ey. Wir haben vorhin gerade einen angeworben und dann sowas. Besuchergruppe. Eine Gruppe von Trunkenwald. Besucht die Kolonie. Mit denen kann ich handeln. Vielleicht haben die Medizin. Das wäre echt cool. Das wäre ziemlich cool, wenn die Medizin da hätten. Ich wollte eigentlich hier noch einen Heater reinsetzen. Und was Befehle angeht, hier auch noch abbauen lassen. Zone, kein Dachzone. Alter, ey. Die Besucher sind schon wieder weg. Gut, ich habe also nicht mit denen gehandelt. Ich trottel. Hab ich vergessen. Schäbig. Hat der eine sehr hohe. Was ist das denn? Das ist eine Stahltür, ne? Das ist eigentlich dann ein Gefangenenbett. Und das hier sollte ein normales Bett sein. Mit. Was ist, wenn ich hier draus jetzt ein normales mache? Exekution. Nee, das machen wir nicht. Jawohl, du bringst ihn mal hier rüber. Und wir wollten hier einen Heater reinbauen. Genau. Und ich möchte hier eigentlich den nächsten Raum erschaffen, dass wir auf jeden Fall ihn auch, wenn wir ihn anwerben, auf jeden Fall auch mitnehmen können.
Gut, du trägst mal Sachen weg. Wunderbar. So. Beschränkung. No. Alles gut. Und wir haben hier jemanden zum Jäger gemacht, der das aber überhaupt nicht kann. Also der das zwar kann, aber überhaupt keine Waffe. 0,5. Kritischer Alarm. Schlechte Laune. Wer denn? Akemi. Warum? Schrecklicher Schlafraum. Ungemütlich. Bionischen ohne Tisch gegessen. Zerrissene Kleidung. Draußen geschlafen. Auf dem Boden. Alter. Beengte Umgebung. Hässliche Umgebung. Sah Verbündeten sterben. Ja. Aber sie tut ja gerade schon was dagegen, dass es wieder schöner wird. Die Architektur können wir hier dann mal Stahlwände erzeugen. Und dann hier noch Holztüre wieder einbauen. Und Temperatur einen Ventilator hier einsetzen in dieses Ding. Und ein Holzbett. Dahin. So. Wunderbar. So, aber wir sind, glaube ich, wieder mal sehr gut in der Zeit und deswegen bedanke ich mich herzlich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder und ich sag bis dahin, euer Kro7.